Regime verbracht werden, damit man die Leute auf der Straße erschießt. Die Europäer sollen ihre Politik endlich überdenken und auf der Seite des Volks, den Menschen, den Massen und nicht auf der Seite von korrupten, repressiven Regimen stehen. Und wir sollen das auch hier fordern. Ja? Jetzt ist es. Liebe Freunde, der Fall Khaled Said wurde vor einem halben Jahr auch über die Grenzen Ägyptens bekannt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Einzelfall. Allerdings hat Ägypten hier gezeigt, dass ihm die Menschenrechtslage der Bevölkerung so egal ist, dass Mord und Folter nun nicht mehr nur noch hinter verschlossenen Türen geschehen. Khaled Said wurde am helllichten Tag in Alexandria auf der Straße und hat unter den Augen von verschiedenen Passanten von zwei Polizisten zivil erschlagen. Er hatte von seinem universalen Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht und ein Video ins Internet gestellt, welches zeigte, dass die ägyptische Polizei in den Drogenhandel involviert ist und hat damit die Korruption des Regimes kritisiert. Wir in Deutschland wissen, was es heißt, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem eine Gewaltenteilung herrscht. Aber in Ägypten ist das nicht so. Ein Beispiel dafür ist das Gerichtswesen. Bitte? Der Gerichtspräsident, der obersten Gerichte und der Generalstaatsanwalt werden nicht etwa gewählt, sondern vom Präsidenten höchstpersönlich und nur von ihm ernannt. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland ist nur ein Organ der rechtsprechenden Gewalt. In Ägypten übt der Staatsanwalt rechtsprechende wie auch ausübende Gewalt aus. Dies öffnet die Tür für die in Ägypten so verbreitete Folter in Gefängnissen, auf Polizeibehörden und schließlich auch auf der Straße, wie das traurige Beispiel von Khaled Said zeigt. Die Menschen in Ägypten fordern Demokratie. Okay. Schon vorhin. Ciao. Wir wollen Demokratie. Denn die Demokratie dazu gehört auch Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Lasst uns mit den Ägyptern fordern. Eine neue Verfassung für Ägypten. Denn die derzeitige durchbricht das Prinzip der Gewaltenteilung. Die Auflösung des derzeitigen Parlaments, welches auf der Wahlmanipulation vom November beruht. Freie und geheime Wahlen, die nicht im Nachhinein manipuliert werden. Die Bekämpfung der Korruption auf allen Ebenen. Da all diese Missstände auf der autokratischen Regierungsweise Mubaraks beruhen, gipfelt die Forderung schließlich in Raus mit Mubarak! 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 Okay, liebe Leute, nur mal ganz kurz klar, für die Leute, die dazugekommen sind, nicht wissen, warum sind wir hier. Wir sind hier, weil an einem Freitag 18 Kinder bei einer friedlichen Demonstration gestorben sind. Ich will euch